Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie regelmäßig die Heilige Messe hier bei uns mitfeiern oder von zu Hause aus, dann wissen Sie vielleicht noch, dass genau dieses Evangelium am vergangenen Samstag schon verkündet wurde, beim Gedenktag unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Ein Evangelium, das man natürlich schnell mit Maria, der Mutter Jesu, in Verbindung bringt, denn sie kommt ja mit anderen Familienangehörigen, um Jesus zu sprechen. Aber wir werden diesem Evangelium nicht ganz gerecht, wenn wir sozusagen nur diese marianische Perspektive einnehmen. Es geht hier auch um die Bedeutung von Familie, letztlich die Bedeutung von Bindung. Wem und was gelten unsere Prioritäten? Von was lassen wir uns besitzen und beherrschen? Denn in der Familie zur Zeit Jesu ging es wesentlich auch um Besitzen. Der Vater, der Patriarch, besaß sozusagen die Familienangehörigen, die Kinder. Und wenn wir dieses Evangelium hören, auch im Kontext anderer Jesus-Worte, dann wird uns das etwas deutlicher. Einmal fragt Petrus, was denn die Jünger bekommen werden, wenn sie alles um Jesu Willen verlassen, eben Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, Häuser, Äcker. Und Jesus verheißt ihnen in der Ewigkeit Anteil am Himmelreich. Jedem, der um seines Namens willen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat. Dabei geht es nicht darum, nicht einfach all dies zu verlassen, sondern es mit der Perspektive zu verlassen von der frohen Botschaft, dass Gott in Jesus Christus sein Reich auf Erden begründet, eine andere Herrschaft als die des Patriarchen. Wer einfach nur Familie und Besitz verlässt, hat nichts außer dem nackten Selbst. Wer sich davon frei macht, weil ihm die Liebe Gottes das Wichtigste ist, wird zwar vielfach anecken und Widerstand finden, aber er wird auch in allen Völkern Menschen finden, die sich auf denselben Weg gemacht haben. Und diese werden ihm Schwester, Mutter oder Kind. Vielleicht wird er sogar seine eigene Familie in dieser Perspektive ganz neu gewinnen. Was in der Verheißung Jesu auffällt an Petrus, ist, dass Jesus dann davon spricht, dass er in dieser, derjenige, der ihm nachfolgt und alles verlässt, in dieser Welt alles bekommen wird, aber nicht einen Vater. Der fehlt nun plötzlich. Das ist sehr auffällig an den Worten Jesu. Weil gerade die Vaterfigur zu jener Zeit scheinbar besonders auch eine Machtfigur war. Auf Erden verheißt Jesus dem, der ihm nachfolgt, keinen Vater. Es gibt nur den einen Vater, den im Himmel. Väter sind sicher heute, Gott sei Dank, weniger solche Patriarchen als damals. Auch unser Bild von Familie ist seit dem 19. Jahrhundert ein anderes. Aber im Kern bleibt, dass Christen nur einen ihren Vater nennen sollen, den im Himmel. Jesus hat die Jünger befreit aus der Enge ihrer Familie und aus dem Besitz, den sie gehabt haben mögen. Aber er ist ihnen nicht Vater geworden, sondern er hat sie zu dem einen Vater im Himmel geführt. Ihm gegenüber sind wir Schwestern und Brüder. Daran muss sich auch jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, jede Versammlung von Menschen, die sich christlich nennen lässt, messen lassen. Jesus und seine Jünger sind das Modell. Die Jünger waren noch längst keine Heiligen, aber sie haben in der Gemeinschaft mit Jesus erlebt, wie viel ihnen geschenkt wurde. Es gab mehr Leute, die sie angefeindet haben, als wenn sie in ihrer bürgerlichen Existenz geblieben wären. Aber das genau erfahren sie jetzt, dass solche Verfolgung sie nicht mehr erreicht,
weil sie nichts haben, was man ihnen wegnehmen könnte. Sie sind nicht mehr zu enteignen, weil sie in der Gemeinschaft mit Jesus ganz zu sich selbst gefunden haben. Schon hier, nicht erst im Jenseits. Das Reich Gottes vertröstet nicht. Es lädt ein, es jetzt zu versuchen. Wer sind meine Mutter, wer sind meine Schwestern und Brüder, wer den Willen Gottes tut?